Meinem Kanal Stream Punk, liebe Punks und liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Und falls du jetzt von YouTube rechtzeitig die Benachrichtigung bekommen hast, dass dieses Video jetzt heute in die Premiere geht, dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du nämlich meinen Kanal abonniert und dabei die obere Glocke aktiviert, weil nur so wirst du sofort informiert, wenn es neue Inhalte auf meinem Kanal gibt. Für alle anderen, die das jetzt verpasst haben oder in der Zukunft auch rechtzeitig informiert werden wollen, abonniert bitte meinen Kanal und aktiviert dabei bitte die obere Glocke. Vielen lieben Dank schon einmal dafür, für die Zukunft und auch vielen lieben Dank an alle, die das in der Vergangenheit getan haben. Das heutige Video, oder mein heutiger Inhalt dreht sich ja um, um das letzte Aufbäumen der Ukraine. Ich habe ein paar Informationen zusammengestellt, die wir uns einmal anschauen sollten. Es gibt einen Friedensgipfel, der vom Westen ähm, ja, veranschlagt wurde, wo jetzt beraten werden soll, Mensch, was passiert denn jetzt eigentlich in der Ukraine? Und so ein paar andere Nachrichten bezüglich äh, auch der Ukraine, was eben zeitgleich alles parallel passiert. Und ich bin der Meinung, wir können hier sehen, das ist das letzte Aufbäumen. Hier gibt es zum Beispiel von Samstag ein Medienbericht. Zelensky gesteht westlichen Druck ein, mit Moskau zu verhandeln. Der ukrainische Präsident hat zugegeben, dass die westlichen Verbündeten ihn unter Druck setzen, damit er Gesprächen mit Russland zustimmt. Die New York Times schrieb dazu: Am Mittwoch sagte er den Diplomaten, dass die Situation noch schwieriger werde, da seiner Meinung nach in den kommenden Monaten der Druck, Wege zu Friedensgesprächen zu finden, zunehmen werde. Im nächsten Artikel lesen wir Saudi-Arabien Friedensgipfel in Jeddah. Ganz genau, der saudi-arabische Friedensgipfel, an dem Vertreter von rund 40 Ländern teilnehmen, findet heute und morgen in Jeddah statt. China hat bestätigt, dass es einen Sonderbeauftragten nach Saudi-Arabien entsenden wird, um an den Gesprächen über einen Friedensplan für die Ukraine teilzunehmen. Kann mir mal einer erzählen, wieso 40 Länder jetzt den Frieden der Ukraine beschließen und wieso es nicht die Ukraine selber macht? Und Russland? Kann es sein, dass die sagen, Mensch, wir müssen den Zelensky so unter Druck setzen, hier muss jetzt mal Feierabend sein? Ja, ist das nicht merkwürdig? 40 Länder dieser Welt wollen sich darum kümmern, dass da jetzt Frieden herrscht? Ja, äh, ich finde es irgendwie... Irgendwie merkwürdig. Brasilien, echte Verhandlungen zur Ukraine ohne Russland sind unmöglich. Und hier springen natürlich auch die BRICS-Staaten äh, Russland bei. Ohne die Beteiligung Russlands an diesen Gesprächen sind keine echten Verhandlungen über die Beilegung der Situation in der Ukraine möglich. Dies erklärte der Sonderbeauftragte des brasilianischen Präsidenten für internationale Angelegenheiten per Videokonferenz bei dem internationalen Treffen in Saudi-Arabien. Wie wir schon oft gesagt haben, muss jede echte Verhandlung pa alle Parteien einbeziehen. Wenn wir wirklich Frieden wollen, müssen wir Moskau auf die eine oder andere Weise in den Prozess einbinden. Ja, vollkommen richtig. Ja, hochinteressant. Was hier passiert? Ja, lass uns mal schauen, was die... Ah ja, Russland trifft zahlreiche militärische Ziele mit Kalibre. Und Kinschall raketen Luftwaffenbasis in Westukraine schwer getroffen. Äh, wir wissen, dass die Westukraine bisher nicht so richtig im Fokus der Russen stand. Jetzt aber scheinbar doch. Ähm, Russland hat am Samstag massive Angriffe mit Marschflugkörpern vom Typ Kalibre und Hyperschallraketen von Typ Kinjal gegen ukrainische Militärobjekte durchgeführt. Es wurden bis zu zehn mächtige Explosionen auf der Luftwaffenbasis. In der Nähe der westukrainischen Stadt Khmelnitsky gemeldet. In Khmelnitsky ist doch damals diese Flugabwehrrakete runtergegangen auf den Trecker. Ich glaube, das war das, wenn, wir, wenn ich mich da recht entsinne. Auf einem im Internet geteilten Foto war eine Rauchwolke zu sehen. Ja, okay. Der Angriff auf Objekte in diesem Gebiet sowie auf das Werk Motorsitsch in Saporowsche hat auch der Präsident von der, U der Ukraine in seiner abendlichen Videobotschaft bestätigt. Teile der Angriffe konnten von unserer Luftabwehr abgefangen werden. ja. Naja, der Luftwaffenstützpunkt in, oh Gott, Starol, Starokonstantinovka wurde auch früher von den russischen Raketen beschossen. Die auf der Basis stationierte siebte taktische Fliegerbrigade ist derzeit die einzige Luftwaffeneinheit in der Ukraine, die mit Storm Shadow und Skype Marschflugkörpern bewaffnet ist. Die ukrainische Luftwaffe setzte diese in unterschiedlichen Abständen sowohl gegen militärische als auch zivile Ziele ein. Auch Angriffe auf Ziele in den Gebieten Venica und piotawa wurden gemeldet. Dies waren nicht die letzten russischen Attacken mit Hochpräzisionswaffen an diesem Abend. Ukrainische äh, Telegram-Kanäle für Luftalarmüberwachung Luft berichteten, dass mindestens sieben. TU-59MS-Raketenträger ihre Einsätze fliegen. Diese Maschinen können sechs bis zehn Raketen abfeuern. Ja, okay, alles klar. So, was haben wir denn hier noch? Donetsk mit Streumunition beschossen, ein Unigebäude gerät in Brand. Die ukrainischen Streitkräfte haben zentrale Bezirke von Donetsk mit vier Geschossen, mit vier NATO-Kalibern von 155 mm beschossen. Das teilen örtliche Behörden mit. Dies sei der erste Einsatz von Streumunition gegen die Zivilbevölkerung der Stadt. Also Ukraine setzt jetzt hier Streumunition gegen die Zivilbevölkerung äh, in Donetsk ein. Die Behörden in Donetsk haben innerhalb, haben innerhalb der vergangenen 24 Stunden 60 Angriffe durch ukrainische Truppen registriert. Also auf der einen Seite Friedensverhandlungen in Jidda, und auf der anderen Seite sowas hier. Ja. Demnach wurden wurde auf das Territorium der Volksrepublik mindestens 230 Geschosse abgefeuert. Dabei setzten sie mehrfach, mehrfach Raketenwerfer, Streumunition. Ja, äh, genau, ja, ähm, heftig. Zwei Zivilisten getötet, zehn weitere Zivilisten verletzt. Am Vortag hatte die Behörde von Donetsk 58 Angriffe aus der Ukraine gemeldet. Zwei Zivilisten erlitten Verletzungen. Zum Glück kommt dann nicht, ne, nicht jemand äh, schwer zu Schaden. Das ist gut hier zwei Tote. Das ist natürlich schlimm. Aber der Rest wurde dann nur verletzt. Naja, aber immerhin. Ne? Ja, und Frau Baerbock begrüßt auch äh, die Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien. So, jetzt trümpfen schon wieder einige die Nase. Ich auch, als ich den Artikel aufgemacht habe. Aber was lesen wir in den ersten Sätzen? Bundesaußenministerin Baerbock hat die Konferenz in Jeddah zum Ukraine-Krieg begrüßt. Die grünen Politikerin sagte der Bild am Sonntag, jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine. Der ukrainische Präsident habe mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt. Das Signal von Jidda sei, dass der Krieg auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika betreffe. Der Konflikt habe Auswirkungen deutlich über Europa hinaus, von der Zukunft der internationalen Ordnung über Fragen der Energiesicherheit bis hin zu steigenden Getreidepreisen. Die Ministerin räumt dabei ein, dass der Blick auf den Krieg aus Pretoria, Brasilien oder Peking ein anderer ist als aus Europa. Das gemeinsame Verständnis müsse aber die Charta der Vereinten Nationen sein. Also schon mal nicht schlecht, ne? Ähm, wie war der Spruch noch vom Auswärtigen Amt? Nur Frieden schafft, äh, nur Waffen schaffen Frieden. Na, so ähnlich, ne? Nur wenn wir Waffen schicken, dann garantieren wir Frieden in der Ukraine. Das hier, jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine, hört sich hier ganz anders an. Meine Lieben, was ich zuallererst in diesem ersten Schritt hier wirklich begrüße, das hier sind internationale Medienportale. Das heißt, so schreibt man international plötzlich über diese positive Äußerung der Außenministerin. Und sie sagt eben hier auch, ja, dem, ja, der Krieg in sich, der Blick auf den Krieg ist eben ein anderer aus Pretoria, Brasilien oder Peking. Das hat sie begriffen. Das hat sie begriffen, dass die Deutschen hier nicht die Gangart für den Rest der Welt festlegen. Sondern dass sie sich hinten anstellen müssen. Ja, staaten habe ich alles schon erwähnt. Ja, Also, äh, hier scheint ähm, der Groschen gefallen zu sein. Hoffe ich ähm, zumindest. Ja, wie gesagt, es hört sich alles ein bisschen anders an wie die Sprüche, die wir, die Sprüche, die wir von ihr gehört haben, die wir von unserer gesamten Regierung gehört haben, die wir von Strack-Zimmermann gehört haben und, und, und. So, und so sieht es aus, wenn in der Ukraine Flugalarm herrscht. Ukrainische Medien berichten über Detonationen in mehreren Gebieten. Zwei Frauen verstecken sich bei Luftalarm in der Kiewer U-Bahn. Ein trauriges Bild natürlich. Ja. Ein ganz trauriges Bild, wie ich finde. Ja, und dann gab es hier eben mehrere äh, Angriffe. Sirenen heulten zunächst über gewissen Gebieten und wurden dann aber über das ganze Land ausgedehnt. Lokale Medien berichten später über Detonationen in den Gebieten Kiew. Minelnitsky und Cherkassi, die Behörden erklärten sie zum Teil mit dem Einsatz der Luftabwehr. Es wurden Schäden in mehreren Gebäuden gemeldet, Berichte über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor. So Am Samstag hat die Ukraine dreimal Luftalarm für das ganze Land ausgerufen. Ja, also hier reagieren die, ja, die Russen scharf. Ja. So, russische Luftabwehr zerstört zwei Drohnen im Gebiet Bryansk. Also, es geht hier fürchterlich weiter, während sie in Jidda den Frieden verhandeln. Ja, das finde ich eben merkwürdig, dass das hier plötzlich alles so eskaliert. Ne? Dass das hier plötzlich alles so eskaliert. Ukrainischer Präsidentenberater Kiew und Warschau werden nach Kriegsende miteinander um Absatzmärkte wetteifern. Guck mal, hier wird schon verteilt. Ja, musst du dir vorstellen. Ja, hier wird schon darüber berichtet, wie sich hinterher Kiew und Warschau, also Polen, sozusagen die Absatzmärkte teilen. Ja, wenn, die Ukraine, wenn der Ukraine-Krieg sozusagen beigelegt wurde, was ich persönlich irgendwie merkwürdig finde, äh, interessant natürlich, dass hier im Ausland auch darüber berichtet wird, ja. lass mal eben kurz schauen. Vor diesem Hintergrund ist der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros der Meinung, dass Polen zwar bis zur Beendigung des Krieges die, der engste Freund der Ukraine bleiben werde, nach dem Krieg würden die beiden Länder, allerdings aneinander konkurrenz machen die ukrainischen medien zitierten ihn mit den worten natürlich werden wir um diese oder jene märkte absatzmärkte und so weiter wetteifern ganz gewiss werden wir pro ukrainische positionen vertreten und unsere interessen verteidigen äh, dabei hart verteidigen ai, ai 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 also hier geht's schon los ja hier wird sich schon ähm, dagegen gewehrt dass dir das polen mitverdienen will in der zukunft ja, und natürlich auch, was wir auch erleben, sind eben Drohnenangriffe auf Moskau, Drohnen im Anflug auf Moskau zerstört. Hier brauchen wir eigentlich in den Text auch nicht weiter reingehen, das lesen wir ja schon seit ein paar Tagen in den internationalen Medien. Ja, und parallel zu diesem ganzen Irrsinn und den Friedensverhandlungen tritt hier also so ein deutscher Hansel vor die, vor die Presse und fordert jetzt Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Andreas Schwarz fordert als erster SPD-Abgeordneter Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Ja, äh, ich, ich, sehe hier, ich sehe hier einen Familienvater, der nach Feierabend in seine Neubausiedlung fährt, in sein relativ neues Einfamilienhaus, dort warten zwei kleine Kinder auf ihn und eine Frau. Und ich verstehe es nicht, wie solche Menschen sich in die Presse stellen können und so etwas fordern. Ich meine, hier wird, hier wird ein Karma entzündet, was sich rächen wird. Im Laufe seines Lebens wird er die Rechnung dafür erhalten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Russland trifft mit Präzisionswaffen Flugplätze in zwei ukrainischen Gebieten. Also hier werden jetzt erstmalig, wird hier auch berichtet, dass eben Flugplätze angegriffen werden. Das russische Verteidigungsministerium hat bei seinem Briefing am Sonntag Präzisionsschläge gegen ukrainische Flugplätze vermeldet. Dabei habe es sich um Stützpunkte der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe der Städte, das hatten wir eben schon, und Khmelnytsky und Dubno im Gebiet Rovno gehandelt. Die Attacken seien in der Nacht zum Sonntag erfolgt. Das russische Militär habe dabei hochpräzise luft- und seebasierte Langstreckenwaffen verwendet. Darüber hinaus habe das Militär 136 Artillerieeinheiten und 145 Orte mit Technik und Personal der Streitkräfte Erfolgreich angegriffen. Auf dem Flugplatz Saporovsche seien nach Angaben äh, Hangars mit Flugzeugtechnik der Luftwaffe getroffen worden. In der Nähe der Stadt habe das russische Militär zudem ein gegnerisches Lager mit Raketen- und Artilleriemunition getroffen. Bei einem russischen Angriff sei außerdem der Kommandopunkt einer Lande- und Sturmbrigade in Donetsk getroffen worden, wie der russische Militärsprecher weiter mitteilte. Habe die russische Luftabwehr in den vergangenen 24 Stunden elf HIMARS-Raketen und eine Anti-Radar-Rakete vom Typ Harm abgefangen. Die Gegner haben zudem 16 Drohnen verloren. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums Moskau hat die Ukraine seit dem Beginn ah, hier steht noch mal die Zusammenfassung. Das ist immer interessant, wo hier unten im letzten Absatz alles zusammengefasst wird, was sie zerstört haben. Und da schaue ich mir immer die Kampfpanzeranzahl an. Schaut euch das mal an: 11.100 und 43 Kampfpanzer sind seit ja, mittlerweile zwei Jahren, ne? Oder einem Jahr, anderthalb Jahren zerstört worden. Äh, ja, heftig, was die hier an, an Material vernichtet haben in der ganzen Zeit, ist ja der absolute Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ukrainischer Abgeordneter sagt, Kiew erhielt seit Kriegsbeginn Kredite und Zuschüsse in Höhe von 60 Milliarden Dollar. Das musst du dir einfach mal vorstellen. 60 Milliarden Dollar. Und unten steht im letzten Satz, das Haushaltsdefizit der Ukraine könnte in diesem Jahr eine Rekordhöhe von 38 Milliarden Dollar erreichen. Während aber in Amerika ja, die Leute auf dem Zahnfleisch gehen, ja. dafür ist immer Geld. Da. Und Medvedev sagt auch was Interessantes, Russlands Ex-Präsident Medvedev über Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien, Verhandlungen bisher nicht nötig. Aber warum sind denn Verhandlungen bisher nicht nötig? Ich muss es ein kleines bisschen größer machen. So. Äh, Medvedev hat sich am Sonntag zu der Ukraine-Konferenz in Jeddah geäußert. Der Wunsch, den Krieg zu beenden, lasse sich nur schwer verurteilen, schrieb der frühere Präsident auf Telegram. Es sei auch unmöglich, die Verweise auf die UN-Charta zu bestreiten, wenn man berücksichtige, dass dort nicht ausschließlich das Recht der Nationen auf Souveränität, sondern auch das Recht auf Selbstbestimmung verankert ist. Mit WDF nannte Kernbedingungen, unter denen Friedensinitiativen eine Chance auf Erfolg hätten, Punkt eins, die Beteiligung beider Konfliktseiten und das ist nicht der Fall. Punkt 2, die Berücksichtigung des historischen Kontextes und der ist folgender. Der Staat Ukraine hat bis zum Jahr 1991 niemals existiert. Sie ist ein Splitter des russischen Ka K äh, Kaiserreiches. Also, Sie beziehen sich hier auf das Jahr 1991 und sagen, diese Ukraine hat es nie gegeben. Drittens, die Berücksichtigung der jetzigen Gegebenheiten und die sind folgende. Die Ukraine befindet sich im Stadium des halben Zerfalls, wobei ein Teil ihres Territoriums nach Rückland, nach Russland zurückgekehrt ist. Ferner erklärt der hochrangige Beamte, dass nur derjenige Vermittler erfolgreich sein werde, der bereit sei, diese offensichtlichen Punkte anzuerkennen. Anschließend bemerkte er, übrigens sind Verhandlungen an sich bislang nicht nötig. Der Feind soll auf den Knien herbeikriechen und um Gnade flehen. Tja, ähm, hier wird nicht mehr verhandelt. Diese Punkte sind einfach vorbei. Äh, die westlichen Politiker, die west westlichen Regierungen haben den Russen einfach zu sehr auf den Füßen herumgetrampelt. Die ziehen jetzt durch. Ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht, wirklich. So, ähm, Kiew beharrt bei Treffen in Saudi-Arabien nicht auf ukrainischen Friedensplan. Okay, was macht denn das bedeuten? Ich mach's euch auch das ein bisschen größer. Die Ukraine habe bei den Gesprächen in Saudi-Arabien nicht auf der Annahme der von Präsident Zelensky vorgeschlagenen Friedensformel bestanden. Ach, ist das nicht das, wo Frau Derbock sagt: Super, die Friedensformel von Zelensky ist die nicht toll. Jetzt fahren wir alle gelöst und gelockert nach Jidda. Nee, das ist hier nicht passiert. Also beziehungsweise diese Friedensformel wurde hier von den ukrainischen Vertretern ähm, darauf wurde nicht bestanden. Der Quelle zufolge haben die anderen am Gipfel in Jidda teilnehmenden Länder wiederum auch nicht darauf gedrungen dass Kiew seinen Friedensplan aufgibt. Aha, den beiden Diplomaten zufolge beharrte Kiew auch nicht darauf, den Abzug der russischen Truppen zu fordern. Ai, ai, ai. Leute, jetzt müssen wir langsam mal in die Hände klatschen. Wer das nämlich regelmäßig verfolgt hat, so wie ich, weiß, dass wir das jetzt zum allerersten Mal lesen. Das heißt also, wir haben in diesem, in diesem Video jetzt festgestellt, ganz zu Anfang, ähm, Zelensky sagt, Mensch, der Westen, der macht Druck, wir müssen in Friedensverhandlungen gehen. Ja, Frau Baerbock, also auch ne, stellvertretend für die USA meinetwegen ja, und eben für unsere Politik, für, unseren, für unsere Bagage da oben, ähm, die sagt, Mensch, dieser Friedensplan ist doch super, den Zelensky da aufgesetzt hat. Und dazu gehört nämlich auch, dass Russland diese Gebiete wieder verlässt. Jetzt sitzen die Inge da und dann sagt die Ukraine, also pass mal auf. Das mit dem Friedensplan der Ukraine hier von unserem Präsidenten, dass Russland die Teile verlassen soll, das lass uns mal einfach mal vom Tisch wischen. Also wir haben keine Forderungen, wie sie bisher bestanden haben. Und die Gegenseite, also die anderen Staaten, die also mit verhandeln wollen, die sagen, das finden wir in Ordnung, aber das haben wir auch so gar nicht gefordert. Und das ist hier interessant. Das wird hier nochmal erwähnt, dass die ukrainischen Vertreter von sich aus von diesen Friedens Forderungen zurücktreten. Und das lesen wir jetzt zum allerersten Mal. Ja, hochinteressant finde ich das. Hochinteressant. Die Ukraine werde weiterhin mit ausländischen Botschaftern in Kiew über die Friedensbedingungen diskutieren. Saudi-Arabien wolle die Bildung von Arbeitsgruppen vorschlagen, die sich mit spezifischen Fragen der ukrainischen Friedensformel wie der nuklearen Sicherheit und der Ernährungssicherheit befassen sollen, so die Zeitung. Auch China nahm an den Gesprächen teil und bot an, die rote Linie der russischen Seite zu diskutieren. Peking, Moskau, wichtigster Verbündeter, werde als Schlüsselpartei gesehen, um Zugkraft für Verhandlungen zu schaffen. Die saudische Führung und die Ukraine bestanden auf Chinas Teilnahme an den Gesprächen in Jeddah, so die Zeitung. Russland wurde nicht zu dem Treffen in Jeddah eingeladen. Der Kreml erklärte, er werde die Gespräche beobachten, wies aber darauf hin, dass die ukrainischen Behörden keinen Frieden wollen und haben können, solange sie nur als Werkzeug im kollektiven Krieg des Westens gegen Russland benutzt werden. Moskau hatte wiederholt erklärt, dass es bisher keine Vorbedingungen für Friedensgespräche gibt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums nannte es unsinnig den Konflikt in der Ukraine ohne eine Beteiligung Moskau lösen zu wollen. Ja, gut, ohne eine Beteiligung. Ja, es stimmt natürlich, klar. Ne? Nun ist es hier allerdings auch schon ein großer Schritt, dass diese Friedensgespräche hier in Jeddah dazu führen, dass die Ukraine sagt, okay, pass auf, also wir treten auch von unseren ursprünglichen Forderungen zurück. Jetzt kann man ja in die zweite Runde gehen und sagen, Mensch, Putin, komm mal mit an den Tisch, der hat hier äh, gute Ideen. Ähm, da muss man jetzt mal gucken, was die Russen draus machen. Aber wirklich, das ist ein Applaus wert. Das müssen wir uns mal rot im Kalender anstreichen. Heute, der heutige Tag, ist das erste Mal, dass wir lesen, dass die Ukraine ähm, ja, Abstand davon von den Forderungen nimmt, dass Russland Donetsk und Lugansk und Savrosje und ähm, den, die anderen Bereiche verlassen muss. Finde ich hochinteressant. So, dann wollen wir hier noch mal eben reinschauen. Was hat der Kollege hier zu sagen? Russland will Ergebnis der Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien mit BRICS mit BRICS-Partnern äh, erörtern. So, dann wollen wir doch mal eben schauen. Äh, Russlands Vize-Außenminister hat im Gespräch mit der Nachrichtenagentur TASS gesagt, dass Moskau die Ergebnisse der Ukraine-Konferenz in Jeddah bei seinen BRICS-Partnern zur Sprache bringen werde. Er begründete dies damit, dass Vertreter aus Brasilien, Indien, China und Südafrika zu dem Treffen in Saudi-Arabien eingeladen worden waren und Sarich sich daran beteiligt hatten. Der russische Diplomat schloss gewisse Vorteile durch die Präsenz der BRICS-Vertreter bei der Ukraine-Konferenz nicht aus. Sie dürften einigen gesunden Menschenverstand an die Sponsoren des Kiewer Regimes vermittelt haben. Aber man sollte sich noch damit auseinandersetzen, was in Jeddah vor sich ging. In diesem Sinne sei der Dialog mit den anderen BRICS-Ländern notwendig. Ah ja, okay. Also hier ist natürlich eine riesige Staatengemeinschaft. Erstmal die 40, die jetzt zu den Friedensverhandlungen einladen. Und die BRICS-Partner gehören ja auch dazu. Ähm, die BRICS-Staaten und äh, ja hier entsteht natürlich eine staatengemeinschaft die auch im nachgang gucken wird was ist in der ukraine eigentlich gelaufen? ja und ähm, da kann der westen so viel aufklärung verschleiern wie er will. Ähm, der westen wird gewaltig unter druck geraten durch diese anderen staaten und das ist auch meiner meinung nach auch vollkommen richtig. so hier ist jetzt der sprecher des ah ich kriegs immer durcheinander Peskov ist der Präsidentensprecher, das erklärte der russische Präsidentensprecher. Der sagt also derzeit kein Grund für Friedensverhandlungen mit Kiew. Also grundsätzlich ist diese Zusammensammlung der Fotos chronologisch. Na, jetzt sagt also jeder sagt hier irgendwas, während also die in Jeddah sitzen, sagt er also, dass es derzeit keinen Grund für Ki Ki Friedensverhandlungen mit Kiew gibt. Ja, und natürlich auch aufgrund der ganzen Artikel, die ich eben gezeigt habe, ja? weitergehende Angriffe. Für ja. eine Einigung mit Kiew über die Beteiligung des Konfliktes in der Ukraine gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt keine Grundlage. Das erklärte der russische Präsidentensprecher in der Zeitung New York Times, Na, die zum Beispiel berichten auch immer noch regelmäßig aus Russland. Im Moment gibt es keine Gründe für eine Einigung. Wir werden die Operation auf absehbare Zeit fortsetzen. Peskov führte hinzu, dass Russland die Kontrolle über die Gebiete behalten wolle, deren Zugehörigkeit in der russischen Verfassung verankert sei. Die Frage des Journalisten, ob Russland weitere Gebiete der Ukraine annektieren wolle, verneinte er und erklärte, wir wollen nur alle Gebiete kontrollieren, die derzeit in unserer Verfassung als die unseren festgeschrieben sind. So, und damit ist hier auch alles gesagt. Ne? Es braucht keine Friedenserklärungen. Wir wollen nur nicht mehr angegriffen werden. Die Ukraine, es reicht, wenn die Ukraine einfach... Die von uns besetzten Gebiete nicht weiter beschießt und in Ruhe lässt. Ganz einfache Sache. Also hier auch ein klares Signal, ja. Und ich meine, wenn man unsere Presse hier liest seit Monaten, seit Jahren, was für ein Tuberwoo hier herrscht, ja. Und hier, ne? wir sehen nicht nur einen chronologischen Ablauf von logischen Zusammenhängen, sondern auch eben auch chronologisch hier noch die Äußerung der wichtigsten Protagonisten aus den verschiedenen Ämtern der Regierungen, ja. Sie wollen also die Gebiete kontrollieren, die zurzeit in der Verfassung als festgeschrieben ähm, gelten. Und dazu gehört eben Saporowski und auch das AKW und fertig aus. Europas größtes Atomkraftwerk gehört einfach mit dazu. So, also da sehen wir hier den Artikel Bundeswehr mit akuter Personalnot. Bewerberzahlen sinken kontinuierlich. Die Bundeswehr plagt ein generelles Desinteresse an der Arbeit bei der Truppe. Das anvisierte, bescheidene Ziel einer Aufstockung von 23.000 Männern und Frauen bis 2031 könnte damit verfehlt werden. Ja, kein Wunder. Also viele werden sicherlich Bock darauf haben, denke ich mir. Viele junge Menschen denken sich, naja, bei der Willkür der Regierung werden wir demnächst was weiß ich wo eingesetzt. Da haben wir natürlich überhaupt gar keine Lust zu. Oder womöglich noch gegen die eigene Bevölkerung. Da haben wir auch überhaupt gar keine Lust zu. Und das äh, kann ich auch absolut verstehen. Dass unsere jungen Leute da sagen, nö, mit mir nicht mehr. Und diese plumpe Werbung hier auf der auf der Bahn äh, zieht auch nicht mehr. Ganz einfach. Da brauchen wir hier auch nicht in den Artikel reingehen. Aber es ist eben hochinteressant, weil man eben liest, ja, äh, das mit der deutschen Bundeswehr hat sich im Grunde erledigt. Ne? Und das parallel zu diesen ganzen Nachrichten. Und jetzt habe ich hier eine Karte gefunden auf Telegram, das muss man sich vorstellen. Die ukrainische Gegenoffensive hat jetzt genau zwei. Ist jetzt genau zwei Monate alt, also die Gegenoffensive der Ukraine. In dunkelblau seht ihr die Gebiete, die sie erobern konnten. Dafür mussten 43.000 Ukrainer ihr Leben lassen. Also da brauche ich nichts mehr, nichts weiteres mehr dazu zu sagen. Und zum Abschluss einmal den, Ukra äh, den russischen Präsidenten mit einer Ansage, äh, einer kurzen Ansage. Ich werde das einmal, bevor wir es abspielen, einmal hier kurz übersetzen. Vergessen Sie nicht, wer 1945 Berlin stürmte und den deutschen Nazis den letzten Schlag versetzte. Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, es war die Rote Armee. А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Подзабыли? А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Ja, Oma, oh, hoffen, dass wir keine urheberrechtlichen Probleme kriegen. Ich weiß nicht, was das für ein Song war gerade. Vielleicht muss ich ihn auch muten, also stumm schalten. Ja, hochinteressant, oder? Das waren äh, zum Abschluss die Worte des russischen Präsidenten. Von wegen, habt ihr das eigentlich vergessen? Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch immer immer gesagt habe in der ganzen Zeit, ja, die sind schon mal bis Berlin gekommen. Ja, neulich habe ich, ich habe das vor ein paar Wochen in einem Video erwähnt und dann schrieb einer, ja, aber mit den Waffen der Alliierten, hä? Die, die, die Alliierten haben doch nicht Russland irgendwelche Waffen schicken können bei den ganzen Massen. Ja, was sind da für Massen an Panzern und an Artillerie und an was weiß ich, wie viel Hunderttausend von Menschen? Millionen von Menschen, da kannst du doch nicht im Zweiten Weltkrieg, was weiß ich, meine, die Amis haben ja Probleme gehabt, überhaupt in, in äh, Frankreich zu landen. Wie sollen denn Massen von Waffen nach Russland gekommen sein? So ein Schwachsinn. Es gibt wirklich ja Leute, die den größten Blödsinn erzählen. Ja, ja auf alle Fälle ähm, hochinteressant, wie ich hier finde. Na, die haben es halt schon mal geschafft, bis nach Berlin zu kommen. Darauf bilden die sich fürchterlich was drauf ein und... Ähm, ja, darauf arbeiten die scheinbar hin, dass der Westen es nicht wieder schafft, bis Leningrad vorzurücken. Und die machen ihren Job eigentlich ganz gut, wie ich finde. Und ich hoffe, ich hoffe, dass die restliche Staatengemeinschaft, also alle außer dem Westen, alle außer der NATO, auch dafür sorgen, ja, dass wir den Mantel des Stillschweigens über die Gesundheitskrise, dass der aufgedeckt wird. Auch dadurch, dass Russland jetzt diese Krise gewinnt und diplomatisch Druck aufbaut. Ja, auch hier besteht die Möglichkeit, sämtliche westlichen Politiker in die Knie zu zwingen. Ja, und dazu gehört auch die Hunter Biden, Laptop Story, dazu gehört alles, die äh, da gehört alles. Die Gesundheitskrise, die Regierung, die Vorgängerregierung, Merkel, Spahn, Wieler, Lauterbach, jetzt, Scholz, alle gehören dazu, alle haben mitgemacht. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich für euch, bei, äh, bei euch für eure Aufmerksamkeit. Was wäre denn mein Kanal ohne euren ganzen Support? Schreibt's bitte einen Kommentar, wenn ihr Lust habt dazu. Bitte immer auf Augenhöhe, aber das macht ihr ja super. Eure Kommentare sind super und die Kommentarspalte liest sich wirklich gut, wie ich finde. Ähm, genau, liked mein Video, wenn es euch gefällt und helft auch die Community zu vergrößern, indem ihr dieses Video teilt. Wenn ihr der Meinung seid, ja, Bekannte, Verwandte, Freunde können mal eine gute Portion Stream Punk ganz gut vertragen. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch abonniert meinen Kanal und aktiviert bitte dabei auch die obere Glocke, damit ihr in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich allerdings sicher, wir, wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.